Provenienz ist natürlich die Geschichte eines Objektes in seinen sozialen Verhältnissen von seiner Entstehung bis zur Gegenwart. Und die Frage ist, wie forscht man Provenienz? Man muss unterschiedlich rangehen, wenn es um unterschiedliche Objekte handelt. Denn häufig glaubt man, ein Objekt zu verstehen oder die sozialen Verhältnisse zu verstehen, aber man braucht die Perspektive von den Leuten aus den Herkunftsländern und Herkunftsgesellschaften, um dieses Wissen zu ergänzen. Und nicht nur zu ergänzen, sondern mitzugestalten und mitzuinterpretieren. Was wir wissen, ist, dass die Objekte aus Afrika, die im Ethnologischen Museum sich befinden, wirklich unterschiedlichster Provenienzen haben. Manche sind sehr früh nach Europa gekommen, wie zum Beispiel Objekte, die in der Kurbrandenburgischen Kunstkammer gewesen sind, wahrscheinlich über einen Kunstmarkt oder als Geschenke von anderen europäischen Herrschern. Andere Objekte und sehr viele Objekte sind in der Kolonialzeit durch die koloniale Eroberung des afrikanischen Kontinents nach Europa gekommen. Weil wir sehr häufig das nicht rekonstruieren können, weil in der Phase des Sammelns, als sie erworben wurden, die Leute, die die gesammelt haben, sich nicht für diese Fragen interessierten. Sobald man eine Leerstelle gefüllt hat, denkt man, das ist die Antwort. Aber wenn man eine Leerstelle lässt, dann weiß man, hier gibt es noch was zu forschen, hier gibt es noch was zu hinterfragen, hier gibt es noch was herauszufinden.